sind die Kinder von Taraten und ich heiße Bia. Wir zeigen Kinder im Advent und ich heiße Patrick. Hoi Kinder! Hoi! Sind ihr Kinder im Advent zeigen? Ja. Ja, wisst ihr, was wir da alles haben? Ja, ich streichel so. Ich streichel so, genau. Und Ent im Waldile? Den Geschichtenerzähler. Ein Geschichtenerzähler, genau. Und? Alles toll beleuchtet. Aha. Stimmt's, Elf? Und der Schlitten, genau. Und im Vereinshaus? Kätzler machen. Gehen wir zu der Ramona Kätzler machen? Ja. Okay, los. Hey Kinder, kein Bummer, ob es Lust Kekseln zu machen? Ja! Na, kommt mit! Was brauchen wir denn alles Kekseln zu machen? Dork. Schokolade. Schokolade brauchen sie von Zier. Streusel. Milch. Und dass der Dork ganz glatt wird, was braucht man denn selber? Trieben. Trieben, genau. Die Klammer in Dorf fest kneten. Ganz fest. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. So, jetzt hab ich alle fest ausgetrieben und jetzt mega sehr ausstechen die Kekse. Schau, da haben wir verschiedene Ausstecher. Damit kannst du in Kala Ohren aussuchen. Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofen blechen? Warten wir gespannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei. Und die möchtest du verzieren. Weil das das einmal kosten? Ja. Kostet einmal alle. Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckerde? Und ein bisschen Zimt. Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren. Zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei. Pass auf. Vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Schau dir doch mal, wie ich aus der Schiene gemacht habe. Ganz schön bunt sind die. Und jetzt? Mega das alle was kosten. Kinder, hoi. Habt ihr die Kekseln gemacht? Ja. Und, seid sie gut geworden? Ja. Wer hat am meisten Kekseln gegessen? Ich. Oh, das ist ein Kekselbauch morgen. Und ihr? Wenn ihr ganz leise seid, ist der Christoph ein paar Geschichten erzählen. Vielleicht eine Geschichte von einem König und von einer Prinzessin. Mhm. Schau mal. Als nach 1, 2, 3 Wochen die Königin an das Bettchen des Prinzen trat, da sah sie, dass seine Ohren graues Fell bekamen. Und mit jedem Tag wurden die Ohren etwas länger, bis er nach einer Woche
zwei prächtige graue Eselsohren hatte. Also es waren wirklich wunderschöne Eselsohren, denn die erste Fee, ihr wisst noch, die hat ja gewünscht, er sollte schön werden. Das waren also wirklich schöne Eselsohren. Aber die Königin erschrak. Oh nein, ein Prinz mit Eselsohren, das kann nicht sein, das darf es nicht geben. Sie holte den König und die beiden beschlossen, dass der Prinz ab jetzt immer eine Kappe tragen müsse. Eine Kappe, die seine Ohren komplett verdeckt. Die Königin selbst, höchstpersönlich, nähte ihm diese Kappe. Und der Prinz bekam sie, wann immer er seine Kammer verließ, aufgesetzt. Hat euch die Geschichte gefallen? Ja. War spannend. Ja. Was haben wir näher auf dem dritten Advent? Streichelzoo. Ein Streichelzoo? Ja. So, ein Sohn? Mit Zellertieren? Ja. Schon? Nein. Was ist denn das? Was kann das sein? Was hat denn das? Hörner? Hörner? Wer hat denn Hörner? Ja. Oder? Ja. Ein bisschen kleiner? Reach. Ein Reach, genau. Und was haben wir unten auf dem Streichelzoo? Schafland. Schafland. Gehen wir zu den Schafland? Ja. Kein Problem. Aber ganz langsam ist der Schrecken. Ganz gemütlich. Weil er ist an allem geschwind nervös. Wenn man heute ein Lulalamm blüht, was man auch zickelt, wenn du selber Milch gibst, deshalb springt hinter einem auch wie ein kleines Kind. Aber da haben wir wieder Angst. Was tust du da mit dem Fell? Zweimal müssen wir sie scheren. Zweimal im Jahr. Aber mit der Wolle können wir nicht viel Tieren. Das braucht niemand mehr. Und wie viele Schafe hast du denn? Ladena, oder? Eine Mutterschau von Neina, was einen Jungen kriegt. Und da nur ein Mandel. Eine Tulle heißt man sie. Oder wieder, oder? Ein Widow. Ein Widow hat Hörn und eine Tulle auch keiner. Ich und eine Tulle. Ein Schaf kann drei Lampen erziehen, wenn's maximal. Da tun sie eine Lampe und die anderen zwei. Fast alle haben sie zwei Lampen. Auf den dritten Advent, als er so los ist. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank. Tschüss.